So, und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 9. Und ja, wir befinden uns ja immer noch hier in unserem Anfang von unserer Schafszucht. Und ja, ich glaube, ich muss erstmal in Richtung Heimat. Falsch. Weil ich habe so viel Scheiße da dabei, das ist der Hammer. Ja, ist in Ordnung. Ich muss erst wieder das Ding anmachen. So, jetzt aber. Im Wegpunkte Home hier zu teleportieren. Danke. So. Machen wir das Loch zu. Und dann werden wir jetzt erst einmal den ganzen Mist reinschmeißen. Weil die ganze Samen und der ganze Kakto. So. Flexseed sieht so aus, als wenn das der da wäre. Hennequinseed, tun wir auch noch mit rein. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Einmal da. Rubber. Was will ich eigentlich mit denen? Da hätte man noch das da. Feuerstein. Da haben wir noch von dem. So. Gut, 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 gut. Ja. Gehen wir nochmal dahin, weil hier haben wir noch Treppen, wo weg müssen. Erde 64, da könnte man mal. Und die 10 tun wir auch noch mit drauf. So, dann haben wir noch die Äpfel. Die schmeißen wir mal da neu. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Was mache ich dann? So. Wieder ein bisschen mehr Platz. Und den Scheiß da schmeißen wir mal da drüben in die Bude. Ins Lavabecken. Da werden wir uns natürlich auch noch was machen. So. Jetzt perfekt. Gut. Falsch, da müssen wir rein. So, ich hab auch gemerkt, ich hab schon wieder kein Essen mehr. Kann doch gar nicht sein, ich hab doch damit sicher irgendwo noch was drin, gell? Hab doch gewusst. Da ist nix. Da ist nix und da ist nix. So, dann machen wir mal 15 und die restlichen 15 tun wir wieder oben rein. So, sehr schön. Sieht doch schon ganz lustig aus. Ja, Steinhämmer da drüber, das ist in Ordnung. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zur Schafzucht. So. Oh, das Schaf kommt in die Nähe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal, das blöde Viech herkriechen. Oh, da ist so viel schönes Wasser, da könnte man dann ein Ding bauen. Ja, jetzt läuft es richtig. Genau da. Als weiter. Da. Da geht's lang. Weiter. Weiter. Als weiter. Sehr schön, bravo. So, nächste Schof. Finde ich super.
Moment, dich doch. Was auch immer du für Farbe rauskriegst, das ist mir vollkommen Pups. Ich weiß nur eins, du gehst da rüber. Geh. Lauf. Blödes Mistvieh. Nehme ich halt dich. Mal egal. Hey, ja, ja. Diese blöde Mistvieh, ja, gell? Schieb dich dann rüber und wenn das letzte ist, ja, also. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, was für Farb das da ist. Ja Gott, dann machen wir es halt so. Mir das scheißegal. Das draus. Gut. Und wieder eins mehr. So, und wenn wir schon mal da sind. Oh, fuck. Boah, Gott sei Dank, ey. Leck die Wilde am Arsch. Beweg dich. Abmarsch. So. Gut. Gut, gut. Und wieder eins mehr. Läuft, Jungs, läuft! Oh ja, jetzt könnt ihr uns. Schön laufen. Schön. Na. Du blöde Mistsau! Geh, stuck doch. Scheiße. Gut. Und tschüss. So. Gut, gut, gut. Wunderbar. Wo ist mein Bett? So. Oh, da ist noch ein weißes Schaf, sehe ich gerade. Das müssen wir uns sofort holen. Hast du so gedacht, hä?
genau da musste ich hin. So. Oh, genau an der Tür, das ist doch mal eine Warte, oder? Ein mit dir. Bravo! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es wäre doch schon viel, viel voller der Nebel. Das ist doch absolut genial. Ist das nicht herrlich? Du läufst genau in die falsche Richtung, du blödes Vieh. Ich sehe gerade. Haben wir auch noch ein bisschen was. Der muss weg. Ja, sieht doch ganz lustig aus. Bräuchte vielleicht noch eins, zwei von den schwarzen Schafen. Die Fresse ganz schön viel brauchst du. Aber Pups egal. Boah, ich hab schon gedacht, das wäre wieder eins. Da hinten ist eins. Ich hab eins gesehen da hinten. War doch gerade irgendwo eins, oder? Ja. Läuft genau in die richtige Richtung. Du läufst da lang. Ja, guck nicht so. Du kippst damit rein. Und wenn das das letzte ist, was ich tue. So, nächste. Ich glaube, das müssen wir von innen machen. Einmal raustreten, bitte. Heute noch. So, nächste Weise. Gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also meine Schafzucht nimmt langsam Form an. Also da passt noch einiges rein, also so ist es nicht, ne? Ich würde sagen, wir machen uns da jetzt mal so ein kleines Hütchen hier. Hier irgendwo. Muss hier gar nicht groß sein, also so ist es ja nicht, ne? Muss ja nur so ein kleines Fetzelding sein. So, 5x5. So war es eigentlich nicht geplant mit dem Ehe, aber... Du bist doch ein blödes Vieh. Da haben wir natürlich auch noch ein paar Fensterchen vielleicht oder sowas noch neu. Ist ja kein Problem.
So. Ich würde schon fast sagen, das ist schon fast genug. Wie gesagt, das muss ja bloß ein kleines Fetzelding da werden. Also so groß muss es ja nicht werden. Da muss ja bloß eine Kiste rein, wo dann praktisch, wo dann halt das Ding drin ist, ne? Komm mal ohne rein. Da Fenster hinein. Da Fenster hinein. Und das lassen wir natürlich auch so. Jetzt müssen wir nur schnell hin, wir sind noch einmal, eine doppelte Kiste. So. Ich sehe gerade, da haben wir noch ein bisschen Gras. Hier, bitteschön. So, jetzt nehmen wir mal die Kiste und schmeißen die mal da nebenher. Also es ist doch schon einiges drin, also am Anfang war ja überhaupt keins drin und jetzt haben wir schon so viel, also Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein. Ist ganz schön Arbeit geleistet, also da werden wir immer wieder mal vorbeischauen, vielleicht laufen irgendwo noch direkt hier dann irgendwelche rum, wo wir dann auch noch mit einfangen können. Das ist gar nicht mal so schlecht daneben, also muss ich ehrlich mal sagen. Und wenn die dann irgendwann auch kein hohes Gras mehr habe, also ich meine, ist ja alles kein Problem, ne? Sag ich jetzt mal. Man hat dann natürlich überall einmal ein bisschen Funzel hier. So. Auch noch. Dann machen wir hier eine hin. Hier noch zwei hin und das reicht definitiv, würde ich mal sagen. Sieht ganz lustig aus, passt perfekt, wunderbar. Machen wir vielleicht noch außenrum noch ein paar. So. So. Und hier noch zwei. Und dann dürfte das hiermit definitiv schon einmal reichen. Gefällt mir. Also wie gesagt, wir werden dann natürlich irgendwo vielleicht noch Häuschen hinbauen. Also so ist es ja nicht, ne? Wo man das genau hinbauen, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht dann nebenan auf der gerade Fläche da. Wo man dann hier hinten dann vielleicht auch noch ein Ding bauen könnte. Ja, sagt was. Ein Hafen, vielleicht noch ein Schiff dazu bauen. Also es gibt mehr als genug Zeug zu tun. Also alles kein Problem. Schafe haben wir jetzt genug da drin. Also da können wir immer wieder unsere Wolle holen. Mir geht es halt ein bisschen auf den Sack, dass hier nur ein einziges schwarzes Schaf rumrennt. Also das ist ein bisschen euch wenig. Und ich sehe gerade darüber, es steht eins, das könnte man uns doch theoretisch fast noch holen. Ich wollte sowieso da drüber noch eine Tür reinmachen. Nochmal. Dann machen wir da jetzt nämlich eine Türchen neu. Blöde Viecher, die kommen immer wieder daher, ne? Weil sie genau wissen, sie können da vielleicht eventuell raus, ne? Wäre schön, wenn du mal da bleiben würdest. Na egal, nehme ich halt dich. Na egal. Wenn's geht, bitte. Bevor es dunkel wird.
Wo sollst du da hinlaufen? Weiter, weiter. Alles weiter. Ja, jetzt läufst du in die richtige Richtung. Blödes Mistvieh! Leck mich am Arsch, ich muss nein, es ist dunkel wie die Sau, ey! Bevor es wieder zu spät ist. So, super. Jetzt sind wir natürlich die ganzen Viecher da draußen. Geholt. Oh, was ist denn das? Nächster Versuch, dich da irgendwie dich hätte man. Dich will ich. Ja. Als weiter. Als weiter. So ist gut. Jawohl! Saubere Sache! Damit haben wir unser zweites schwarzes Schaf. Brauchst du extra Einladung daneben, oder? So, das heißt, den können wir wieder wegmachen. Wie gesagt, wir warten mal ab, vielleicht kommen noch ein paar vorbei. Da waren ja tonneweise Schafe, also von daher dürfte das ja kein Problem sein. Vor allem, wir haben jetzt zweites Schwarz. Oh, ne, wir haben drei, sehe ich gerade. Okay, ist in Ordnung. Nehmen wir natürlich dankend an. Ich nehme natürlich auch mit. Ist die Frage, ob man da vielleicht eventuell ein bisschen Wasser rein tun für die, dass sie vielleicht ein bisschen was haben, aber puh, das ist so eine Sache, ne? Machen wir das nicht. Fakt ist, wir haben jetzt schon mal eine ganze Hammelherde da drin, also ich weiß jetzt nicht wie viel, aber so 14, 15 Stück sind sie jetzt bestimmt. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und das sieht doch schön aus. Wunderbar. Ich guck mal hier jetzt gerade, ob da noch irgendwie was in der näheren Umgebung noch rumrennt. Muss ich mal gucken. Ich muss mal was probieren vielleicht. Nicht, ne?
Saufi. Da rennst du gut, ja. Da rennst du sehr gut. Da in die Richtung geht's. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Alles weiter. Du gehst runter. Und das nächste Schaf. Da ist der Eingang. Du darfst heraustreten. Deine neue Heimat. Und noch ein weißes Schaf mehr. Ja, weiße Schafe kommen nie genug hin. Also jetzt wird's echt langsam voll da drin. Also, jetzt habt ihr wenigstens mal gesehen, wie man. Scharfer Effekt. Und wie gesagt, also hier, ne, ist hier direkt Wasserding, also da könnten wir hervorragend Steg rüber bauen und könnte uns da irgendwie vielleicht eventuell sogar ein Ding machen. So ein Anlegesteg und vielleicht eventuell irgendwann ein Schiff bauen. Du blödes Mistvieh. Na. Da. So. Wollen wir die Sache nochmal. Nicht ins Wasser, du Dummes! Ich glaube, wir haben unsere nächste Schaf. So. Unser nächstes Schaf in der Sammlung. Ich glaube, ich habe aber auch keinen Stein mehr. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wir sollten vielleicht mal kurz darunter und noch 1-2 Steinchen machen. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon alles. So. Haben wir gleich wieder eine. Wo habe ich denn das hier verfracht? Das ist da hin ins Eck, ne? Ja. Einmal rauslaufen. Ja, Himmel. Okay,
von Wege hier. Dreh mich geblieben, wett. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen das Haus hier auf die Fläche. Und machen da dann gleich einen super Weg daher. Das ist super, das sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir absolut. Da sollte man vielleicht wieder dicht machen. Aber egal. So. Die schmeißen wir mal weg, die brauchen wir nämlich nicht. Also es sieht ganz lustig aus. Was ist jetzt? Wie lange haben wir denn schon? 25? Das wäre euch kurze Version von dem Video. Oh. Bevor du hier da hinten ist auch noch ein weißes Schaf, sehe ich gerade. Ziemlich in der Nähe. Ohne schwarzes. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Boah, das haut ab, das Saufi. Probieren wir das einmal noch. Also Weiße haben wir ja eigentlich jetzt mehr als genug. Das ist halt die... Du weißt doch wohl nicht... Jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Jawohl! Hätte mal auch. Jetzt stehen die Viecher da natürlich alle im Weg, ne? Sollte hier vielleicht ein bisschen ändern. Obwohl. Ich glaube, das können wir so lassen. Das lassen wir einfach so. So, Fakt ist, wir haben ein neues schwarzes Schaf in unserer Mitte. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wunderbar. Ich wollte mal was gucken, ob es da weitergeht, ob man da vielleicht irgendwo Eisen kriege. Das ist doch Eisen, oder? Ja, sehr schön. Wenn wir uns jetzt nämlich hier mal schnell einen Ofen hinstellen. So, jetzt machen wir erst einmal das blöde Wasserding dazu. Das gibt man nämlich auf den Sack. Jetzt allerdings aber nicht, ob wir hier so.
Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell in die Hütte hin, machen uns schnell einen Ofen. Haben wir jetzt genug? Ja, perfekt. Machen wir gleich einen. Dann verbrennen wir mal kurz das Eisen da. Und mach die schon mal vom Acker da. Und dann nein. Gehen wir auch nein. Also es ist schon einiges los hier, Herrn Schafe. Halla die Waldfee. Brutal, hey. Vielleicht, dass da am Anfang überhaupt keins drin war. Respekt, mein lieber Gesangsverein. Ja, warum mache ich das? Ja, ganz einfach. Ich sollte vielleicht auch das Gerät auch gleich mitnehmen und hin in eine Stelle, wenn wir schon mal den ganzen Scheiß da haben. Und zwar geht es mir darum, dass ich das hier nehmen kann und dementsprechend hier die Scheren reinstellen kann. Nur zwei Stück aufeinander geht nicht. Reicht dann definitiv erst einmal fürs Erste. Mit die zwei an. Was mache ich denn? Da will die her. So. Das ist doch mal ein Wort, würde ich sagen, ne? So, da werden wir mal unsere erste Kur mal machen. Dann werden wir alle mal ein wenig kürzer machen. Gut. Und so wenn wir das dann öfters mal machen, wenn wir Wolle brauchen, gerade her und alles schön einsammeln. So, der Schwarze da hinten hat sich wieder neu gefüllt. Gut. Da hinten ist noch einer, zwei. Gut. Nehme ich, danke. Anna, genauso wie den. Und jetzt wollen wir das ganze Ding dann gleich einmal einsortieren. Einmal weiße Wolle, einmal schwarze, hellgrau, grau und das war's. Das heißt, machen sie mal so. Perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Also wenn du schon da bist, dann nehmen wir die auch gleich wieder mit, ne? Komm, mach dich mal vom Acker da. Okay. Drei von denen, vier von denen. Ja, und weiße kriege ich immer natürlich am meisten, das ist ja selbstverständlich, weil das ja natürlich die meisten sind, wo ich hier gerade rumfliege. Laufen wir da noch mal ein bisschen durch. Dreimal graue.
Ich habe mir überlegt, ob wir denen noch ein bisschen Gras reinmachen. Aber ich glaube, die heben mehr als genug. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So kriegt man natürlich einiges an Wolle zusammen, das ist ja selbstverständlich. Und das ist ja Sinn der Sache. Dreimal schwarz, das ist gut. Alle Viecher geschoren. Also die Hügel müssen wir noch ein bisschen mehr Gras reinsetzen, also. So, bis hier. Dreimal von dem. Einmal von dem. Einmal von dem. Schau, dass es nicht sowas gibt wie Rot oder sowas. Oh, selbst wenn es das gibt, also das. Dem müssen wir natürlich danken, da nehmen. Schwarze sind wichtig. Wie gesagt, also man kann hier jetzt dann halbe Ewigkeit in dem Ding rumrennen und kann sich halt dann die Wolle zusammensammeln. So. Dann schlafen wir erstmal wieder ein Weilchen. Die Hellgrau. So, also für das, das ist jetzt erst das neunte Video ist es, glaube ich, ja. Das neunte Video ist, also es läuft echt sehr gut. Wir haben hier schon einiges gearbeitet oder verarbeitet und getan. Also ich bin im Moment ganz zufrieden, wie das läuft. Also ich mache jetzt hier die Schere, mache ich jetzt noch verreckt und dann gehen wir wieder rüber und überlege mal, was wir als nächstes anfangen. Wahrscheinlich werde ich dann erst noch mal runtergehen, werde noch mal ein bisschen was hier hatte im Keller ohne und vielleicht finden wir noch ein bisschen Gold oder Diamante oder sonst irgendwas. Gut, nehme ich, danke. Ich muss halt dann alle Fatzlern mal Gras nachfüllen, nehme ich mal. Dass die Bubo was zum Fressen haben, ne? So. Das war der letzte. Sechsmal hellgrau, sechsmal normalgrau. Viermal schwarz und 40. Also ich sehe jetzt schon selber, ich habe jetzt nur durch das kleine Bing jetzt schon 100 weiße Wolle eingesammelt und das ist echt gut. So, von den Dingen haben wir auch genug da drin. Und damit lassen wir die jetzt einmal alleine. Und wie gesagt, wir kommen, wenn wir vorbeikommen hier, vielleicht sind dann wieder ein paar Schafe hier direkt an dem Ding in der Nähe. Das sehen wir dann. Jetzt gehen wir erst einmal definitiv zurück in die Heimat. Das werden wir mal umbenennen. Schafs.
Schlucht. Ja. Dorf 2. Wasser, Cobblestone. Gut, dann gehen wir erst einmal. Oh, wir haben was vergessen. Fertig, zurück. Ich hab mein Bettchen vergessen. Aber andererseits, ne? Andererseits könnte man das doch mal stehen lassen. Weil ich nämlich hier dieses blöde Mistholz, was ich da übrig habe, dafür benutzen könnte. Dann leg mich doch im Keller halt da oben hier. Und dann nehme ich das Bett nämlich neu mit. Und was man natürlich noch mitnehmen ist. Das hier. Jetzt ist es zu spät. Ich wollte es vielleicht nämlich aufhören. Aber ist egal jetzt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, lassen wir die Zäune, lassen wir mal da, würde ich sagen. Ja, die lassen wir mal da, weil die kann man immer wieder gebrauchen, wenn ich dann daherkomme und dementsprechend die Viecher wieder scheren oder sonst irgendwas. Und da sind ein paar Schafe direkt am Zaun außerhalb, dass ich da gleich den Zugriff habe und dann gleich den Zaun nehmen kann, ohne dass ich irgendwie was rummachen muss. So, jetzt gehen wir aber wirklich rüber. Ja, zum Teleportieren, jawohl. So. Okay. Ich sollte vielleicht dieses Home löschen und soll's vielleicht hier irgendwo in die Mitte machen. Weil ich, wenn da draußen dann ein Ding steht. Ach, na, ist ja wurscht. Nun ist das. Schafszucht, jawohl. Dorf 2. Das ist doch ein Wort. Schlucht. Letzter Tod. Und was soll dann? Mir könnte eigentlich mal da Nuff gehen. Weil ich könnte mal die Steine abbauen von dem. Von dem Dungeon. Da oben. Diese Steine. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. Weil ich mir immer sowieso baue beide nicht. Da holen wir uns die Dinger mal. Und vielleicht ist da ja oben noch irgendwie was, was wir eventuell übersehen haben. Die blöde Kühe interessiert mich jetzt einmal einen Scheiß. Ich muss irgendwie da rüber. Natürlich wieder genau der falsche Weg. Ich nehme vorsichtshalber den Bogen in die Hand, nicht dass da jetzt doch nochmal irgendwo so ein blödes Ding rauskommt. Und am Morgen dürfte nichts passieren, weil ich habe sie alle verreckt gemacht. Mich interessiert nur, ob da vielleicht eventuell sogar noch irgendwas anderes drunter ist. Na
genau das meinte ich. Scheiße. Wieso kümmt du jetzt noch mal so viel raus? Kann man das mal in der Verrate? Naja. Dann lassen wir das mal. Kohle haben wir genug. Fürs Erste. Ich will bloß mal gucken, ob es da. Oh ja, da geht's runter. Aber doch nicht zu weit. Scheiße. Ja, dann lassen wir das, würde ich sagen. Da machen wir gar nicht lang rum. Ja, also, wie gesagt, dann gehen wir doch nur noch. Gehen wir runter in den Keller und hacken da noch ein bisschen für die letzten 2-3 Minuten. Ich gucke, was es da unten noch Schönes gibt. Da war ja nichts, das war nur Wasser, ja. Passt. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal darüber in die Richtung. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist doch jetzt kein Diamant, oder? Ne, hab schon gedacht, ey. Wie wünschst du jetzt her? Blöder Hund. Stört mich hier beim Graben. Was hätte ich mir jetzt früher mal erlauben sollen? Da ist wieder eins von deinen Lichtdinger. Und die habe ich jetzt schon mitgenommen, dann kann ich sie auch so gleich mitnehmen. Das tun wir mal da hier, dass wir da definitiv immer was. Nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bauen wir dann als nächstes? Also ich denke, ich werde mal. Ich habe ja gesagt, ich wollte dieses schwarz-weiße Haus bauen. Ich denke, da machen wir gar nicht lang rum. Das werden wir drüber bauen, wo wir jetzt gerade die Schafszucht gemacht haben. Das werden wir mal testen mit dem schwarz-weiß Karriere-Haus. Und wenn wir dann schon da drüben sind, wenn wir das Haus fertig haben, dann da drüben natürlich dann gleich die Anlegestelle mit dazu bauen für das Schiff oder was weiß ich. Könnte verdammt lustig werden. Oh, da ist wieder. Den nehmen wir einmal mit. Alles mit. Was natürlich auch mal schön wäre, wenn man das Ding finden würde, ne? Ist das so schnell freck? Gibt's das? So. Die Frage, nehmen wir es mit? Nehmen wir es nicht mit? Na, scheiß drauf. Muss man heim, das heim auch. Hier irgendwo Wasser.
gehen wir mal weiter. Ich habe wieder ein Zombie-Test hier. Es muss irgendwo was Höhlenmäßiges sein. Sagen wir, machen die zwei Spitzhacke, machen wir fertig. Sie ist irgendwo definitiv. Ist hier irgendwo was. Und jetzt kommt noch Lava dazu. Oh, müsste direkt gleich ankommen. So. Also das müssen wir natürlich mitnehmen, das ist hier. Das ist immerhin Eisen. Ne? Stellen wir gleich mal da neu, dass wir Blubbert's ganz gewaltig. Ich glaube, das kommt doch von links, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Also ich denke mal, das wird hier irgendwo sein. Was weg jetzt. Jetzt dauern es die Punkte. Sagt hier irgendwo. Ach du Scheiße. Jetzt muss es ja noch von oben kommen. Das ist natürlich scheiße, ne? Wir können natürlich auch versuchen, uns da irgendwie nach oben zu graben, also nach vielleicht gar keine blöde Idee. Aber ich will nämlich wissen, was für ein Riesending das ist. Das macht nichts, wenn ich das nicht mache. Sind wir also in der Schlucht? Oh, ist heute alles hochfreckt. Oh, das tut mir aber leid, ey. Jetzt ist nur die Frage,
ei. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das mit der Ommel rumgucke. Das wie hier, wenn wir jetzt mal dort jetzt sind, entlanglaufen. Und schauen mal. Der da reinkommt, ist der blöd? Das nehmen wir natürlich mit, das ist ja selbstverständlich. So, das sind wieder nur Lichterblöcke und so fertig. Also nichts großartig Besonderes. Da können wir dort in Ruhe unser Eisen da weg machen. Den machen wir mal dicht. So. Funzel hier, den machen wir auch dicht. Sackre Keul. Oh, ich sehe gerade mal, es geht wieder den Bach ab. So, laufen wir noch mal kurz dahinter in die andere Richtung. Das lösen wir mal durch. Jetzt irgendwas dabei ist, was wir ja überhaupt nicht gebrauchen können. Sieht aber nichts danach aus. So, jetzt haben wir da wieder ein bisschen mehr. Sollten wir vielleicht einmal unseren Weg hier rüber machen. So, dann eine Funzel. Da ist wieder was. Ah, Idiot, ey. Eisenmäßiges. Das war ja nicht gerade der Brüller gerade. Die zwei Stück da. Die haben wir ja alle bei, die Silber. Solche könnte man die auch gleich mitnehmen. Ich hab bloß einmal schön umgucken. Noch mehr? Na komm. Danke für die Pfeile. So, habt das jetzt alle? Gut. Dann nehmen wir natürlich sofort wieder ohne Eisen mit. War zwar jetzt auch nicht so der Briller, aber. Thank you.
das? Das ist wieder Silber. Habe ich Dinge bei Kohle, ja. Die nehme ich auch gleich mit. Haben wir diese blau dabei? Nee, ne? Denk nicht drauf. Die weißen haben wir auch nicht dabei. Die da hinten war wieder bei. Ich würde sagen, wir gehen dezent jetzt mal zurück in Richtung Heimat. Nachdem wir die Kohle natürlich mitgenommen haben, dann eben. Riecht mich nicht. Dann gehen wir da mal wieder hinter. Den haben wir nicht dabei. Den haben wir auch nicht dabei. Das machen wir mal ganz anders, dass wir uns das merken können. Hier direkt am Eingang der Fackel. Ist da eigentlich was drin? Ja, ne? Ordnung. So, jetzt bringen wir das Zeug nach Hemd, tun alles in den Ofen und dann werden wir hier auch wieder einen Cut reinmachen. Na super, ich habe Besuch. Danke für die Pfeile. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das ist mir Pups. So, ich hätte einen Knochen zum Angebot. Gerade gesehen, einen Bogen. So, 5 von denen. 2x Uranium. Eine neue Minium-Scherbe. Nikolaitblock. Redstone ist woanders. Ja, gehen wir in die Lichterfunzel. 13 mal grün. 9 mal den. Und da haben wir auch noch 3. Redstone war da. Schon wieder 40. So, und dann fangen wir jetzt an, schmeiße das Zeug dann neu. So. Okay. Und so. Gut. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut rein und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, was ich noch alles für einen Mist hier baue, ja, dann abonniert mich, ihr werdet es nicht bereuen. Hier wird es noch einiges geben, was man machen kann. Ja, also wie gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und grüßt mir die Jünger.